Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zum Erfolge Farm. Und ja, wir haben viel vor heute, ne? Deswegen möchte ich auch wenig Zeit verlieren. Aber zuerst machen wir einen Wischbefehl. Gefühlt ist das so oft eine Eröffnung in einem Video. Was wir hier zuerst mal machen, ist, wir haben zum einen das Problem, dass wir keine Algen mehr haben. Das heißt, wir müssen dafür ein bisschen Nachschub sorgen. Das wird aber nebenbei passieren mit dem, was wir machen. Ich möchte gerne nämlich endlich unsere Toiletten hier mal modernisieren. Und dafür bauen wir hier unten dann noch was hin. Und zwar einen Flüssigkeitsfilter. Wir lassen hier wieder ein bisschen Platz für Statuen. Genau. So, da müssen wir Leitungen bauen. Einmal, das ist die Zuleitung für sauberes Wasser. Hier kann die Suppe abfließen in Richtung Flüssigkeitsfilter, wo wir das Ganze dann wieder reinigen, und so haben wir da eben einen Kreislauf, wo wir später auch ein bisschen Wasser mit produzieren für unsere Erdölvorkommen. So, dann braucht es hier auf jeden Fall Strom für die ganze Geschichte. Ja, und hier haben wir dann auch die ersten Algen, die wir dann ausgraben. Plus wir können vielleicht hier auch noch mal ein bisschen was. Und da hatte ich mir angeschaut, dass wir auch da ein bisschen was ausgraben. So, damit haben wir hier die ersten Sachen schon mal in Schwung. Darüber hinaus würde ich hier ganz gerne einstellen, dass wir veredeltes Metall, Blei, ab sofort hier jetzt rüber schicken von hier aus zu unserem anderen Asteroiden, wo wir dann das Ganze verarbeiten können, um Leitungen zu bauen und so weiter und so fort, dass wir dann nicht mehr das teure Eisen für nehmen müssen. Okay, so dann, oh, hier ist gerade ein Plumpsklo außer Gefecht, da hatten wir doch schon mal Probleme mit, ja, weil wir auch das Aufräumen nicht hochgestellt haben. Okay, machen wir das mal bei beiden, dann sollte da hoffentlich nichts schief ging. So, hier ist jetzt ein bisschen mehr zu tun. Eigentlich ist auf beiden viel zu tun, aber hier haben wir das größte Problem erstmal, wir haben keinen Schwefel mehr. Da müssen wir mal zeitnah was machen. Da fangen wir da unten an zu graben. Plus, ich habe mir überlegt, wir machen uns hier mal eine kleine Abkürzung. Gehen da durch, machen hier die Tür auf Auto, dass hier die Gase nicht so raus können, sondern dass das ja vor allen Dingen auch der Wasserstoff da bleibt und nicht hier reinzieht. Das ist eher so der Hauptgedanke. Dann graben wir da aus und dann können wir hier doch schon mal rein und auch da anfangen, Schwefel auszugraben. Das werden wir dann hier noch weitermachen. Ja. So. Dann etwas ganz Wichtiges, das Ding hier kommt weg, beziehungsweise es wird verschoben, dass wir hier ein paar weitere Sauerstoffmasken hinbekommen. Dass wir einfach damit ein bisschen mehr Leuten schneller arbeiten können, weil das ist, glaube ich, gerade hier so schon so ein bisschen das Nadelöhr, dadurch, dass ich diese ja völlig schwachsinnige Situation oder ja, doch Situation geschaffen habe mit dem Wasser hier. Auch da würde ich ganz gerne das hier noch vorher dicht machen, bevor wir hier dann anfangen auszugraben. Das fällt mir noch auf. Ja. So, du kommst dorthin. Strom brauchen die ja Gott sei Dank alle nicht. Da geht das nämlich recht zügig, das Ganze umzubauen oder zu vergrößern. In die andere Richtung war es ja nicht so leicht möglich, wegen dem Filter und Co. Züge liefern. So. Okay, ab jetzt kann das Ganze schon wieder benutzt werden. Erstmal mit den Masken von hier hinten, aber auch die da vorne werden gleich beliefert, gefüllt und so weiter und so fort. Bestellen mal vorsichtshalber noch ein paar her. Einfach, dass wir noch ein bisschen Reserve haben. So, jetzt kann
hier dann schon mal weitergemacht werden. Das ist schon erledigt, sehr schön. Ich glaube, das hier schenken wir uns mal für den Moment. Was wird das jetzt hier? Ah, da wird ein... Sollte wahrscheinlich ein Ei geholt werden, ne? Ja, okay. Dann macht's gleich jemand anders, alles gut. Das geht da weiter, das da. Hier haben wir gleich noch ein großes Thema. Vielleicht packen wir das parallel schon mal an. Erstmal gucken wir, wer oder was hier eingeklemmt ist. Ah, Conny. So kannst du ja selber einen Ausweg bauen. Für die Algen läuft. Wie sieht's? Oh ja, naja, es wurde auch höchste Zeit. Die Situation war schon schlimmer, als ich dachte. Jetzt kommt natürlich dazu, dass wir immer noch mal wieder irgendwo was ausgraben. Das macht es dann auch nicht zwingend besser, aber ja, wir sind glaube ich auf einem guten Weg hier. Da werden wir gleich noch zwei, drei Sachen mehr machen, aber erstmal haben die jetzt glaube ich Schichtpause. Das heißt, wir kommen wieder hierher zurück. Ach so, jetzt habe ich hier natürlich gleich die Situation, dass wir hier wieder an die Eier rankommen würden von dort aus. Und dann hätten wir hier eine Schleife gleich gebaut. Dann stelle ich das mal vorübergehend auch nur beim Aufräumen. Das können wir später dann wieder umstellen. Jetzt können wir da gleich weitermachen. Und wir können hier weitermachen. Das machen wir jeweils in so Dreier-Ebenen. Dann geht's da wieder weiter. Plus da. Dann braucht es auch hier noch ein paar Leitern. Das geht so. Da brauchen wir eine. Da und da. Jetzt sieht man hier auch schon die Kavallerie anrücken. Jetzt wird hier ein bisschen Tempo gemacht, so dass gleich hier schnell das ganze Wasser raus kann. Sehr schön. Wasserstoffpumpen. Ja, das funktioniert aber nicht gut. Da müssen wir noch was ändern. Atmosensor. Ein und Gatter. Dann verbinden wir das nach da und der Chirurg holt das Skalpell raus und schneidet einmal da auf. So, dann, wo machen wir als nächstes weiter? Wir können hier ein bisschen was machen, beziehungsweise sollten wir vielleicht sogar die Leiter wird hier weitergehen, das heißt, da werden wir noch mehr Ziegel brauchen, dann können wir das hier überall ausgraben. Plus hier auch wischen. Ja, es gibt einige Themen, die wir heute noch angehen werden. Ich weiß nicht, wie viel wir davon schaffen werden, gerade weil Zeit auch ein bisschen knapp ist, aber bin guter Dinge, dass wir heute sehr, sehr produktiv sein werden. So, hier hängen wir schon in den letzten Zügen. Sehr gut. Dann brauchen wir noch
einen Bottle Inserter, den packe ich mal nach da, den hängen wir da mit ran. Und dann können wir nämlich so wie hier verschmutztes Wasser, das hier ausdampft, das können wir dann hier in den Kreislauf reinpacken. Also sind tatsächlich nur noch die Sachen hier fertig gemacht werden müssen. Aber die haben jetzt gleich erst Schlafenszeit, ne? Okay. Bauen. Machen wir daraus mal 6er Aufträge. Dann kann ich nämlich nebenbei hier schon das nächste planen. 4, 5, 6. So. Und hier kommen dann nämlich Duschen hin, dass wir auch ein paar Duschen dann schon mal gleichzeitig haben. So, das wird von da mit einer Brücke gemacht und das darf da mit ran. Auch Stromkabel. Nein, das hatte ich schon, okay. So, den stellen wir auf verschmutztes Wasser ein. Ruhig eine hohe Priorität. Sand ist geliefert, jetzt gleich das Wasser liefern und schon können wir die modernen Toiletten benutzen. Da kommt schon das erste. Ja, genau so hatte ich mir das vorgestellt. Jetzt können wir Blums Klo 1 und 2 zerlegen. Mal dafür auch direkt die Zerlegaufträge ein für die Waschbecken, weil wir sind ja gerade erst mit dem nächsten Arbeitstag begonnen oder haben erst damit begonnen. Mein Gott, begonnen, was ist das denn für ein Wort? So. Okay. Auch schon wieder. Ne, wir lassen es noch ein bisschen drin. Wir haben ja noch durchaus hier ein paar Leitungen, die wir füllen können. So, schon haben wir neue, hochmoderne Toilette. Wieso verhungert jemand? Das ist doch bestimmt wieder so eine ich muss erst auf Toilettengeschichte, oder? Wir haben viel Mehläuse, wir haben ein paar Wühlfruchtkonserven, wir haben Barbecue. Da gibt es nicht wirklich einen Grund zu verhungern. So, das noch ausgegraben. Dann kommen wir für einen Moment mit dem Schwefel aus, den wir haben. So, da geht's weiter. Wie lange ist der noch aktiv? 3,2 Zyklen, okay. Auch das ist ja sehr, sehr überschaubar. Gut, gehen wir das Thema hier an. Das möchte ich jetzt zumindest mal anfangen. Dafür müssten wir hier ein bisschen was umbauen. Also diesen gesamten Bereich hier links. Und zwar erstmal würde ich gerne starkes Leiterkabel nutzen. Wir haben nur noch nicht mehr Blei hier. Okay, das kommt daher, weil wir hier einen Schwung Aufträge eingestellt haben, die alle noch nicht erledigt sind. Was kein Meckern sein soll, sondern es war halt auch einfach viel. Und da beide die anderen Aufträge, also sowohl Graben als auch Bauen, wichtiger haben als Liefern, ist das wahrscheinlich hier noch nicht so ganz stark gemacht worden. Tatsächlich wird ja teilweise auch noch aufs Material gewartet. Da hätte ich jetzt gedacht, dass da schon ein Großteil erledigt ist, aber. Ah ne, jetzt ist hier Gugarin am Aufräumen. Okay. Das sind jetzt hier nur 7er oder 8er Aufträge. Dann kommen auch die 5er gleich irgendwann.
Matit ist gleich da. Und da das jetzt 5er Aufträge für die Baubelieferung sein, würde ich stark vermuten, dass entweder jetzt noch einmal mehr was... Ne, das ist noch ein bisschen Fleisch. Aber Fleisch müssen wir nicht hier. Fleisch können wir auch hier durchschicken. Das müssen wir nicht hier einlagern, weil das können wir hier eh nicht verarbeiten. So recht will das noch nicht mit dem Blei, ne? Ah, okay, jetzt passiert hier gerade nichts. Aber die könnten doch... Ach, ich habe die manuelle Bedienung nicht zugelassen. Ja, dann kann das auch nicht funktionieren. Ja, gut. Guten Morgen. Okay, das wird dann jetzt kontinuierlich weitergehen, währenddessen wir hier ein bisschen mehr ausgraben, um hier noch bessere Zirkulation der Gase in Angriff zu nehmen. Aber wir sehen jetzt schon, hier ist sehr wenig CO2 auf dem Asteroiden, also das funktioniert echt gut mit den Slicks dann hier und das wird sicherlich in Zukunft noch besser funktionieren. Gut, wir haben jetzt hier, und das wird kontinuierlich steigen, das erste... ersten Blei, das heißt, wir können jetzt hier die Leitung umbauen. Da brauchen wir noch mehr von. Dann würde ich hier sagen, wir bauen noch eine weitere Ebene für einen Transformator. Hier brauchen wir einmal die Möglichkeit, eine Leiterverbindungsplatte dazwischen zu bauen. Damit es dann hier oben den nächsten Transformator und auch die nächste Batterie geben kann. Automatisierungskabel. Leiter. Ja, das möchte ich eigentlich alles lieber aus Blei gleich bauen. Möchte ich nichts, wenig bis nichts verschwenden. Warten wir mal einen Moment. Wird sicherlich gleich was kommen. Noch immer nischt. Wie schaut es denn hier gerade aus? Da wird gegraben, geliefert. So, jetzt. Nö, immer noch nicht. Die mögen mich einfach nicht. Machen die doch mit Absicht. Oder ich setze das Ding einfach auch hoch. Das dürfte das dann ganz bestimmt gleich beschleunigen. Na gut, wir haben ja auch noch andere Sachen zu machen. Also hier müssen wir einmal ein bisschen graben. Da können wir die Tür schon mal einstellen. Und hier stellen wir schon mal ein, dass da nur noch... Ne, für den Moment dürfen noch alle durch, aber später soll nur Harry Fox da noch durch dürfen. Ist es soweit? Nein, immer noch nicht. Okay, dann machen wir ein kurzes Stück, nämlich das hier. Bauen wir schon mal auf Eisen, weil dafür müssen wir diese Tür aus Eisen, dafür müssen wir die Tür hier öffnen. Sonst kommen wir da nicht ran. Okay, so. Dann müssen hier die Keuchwurzel rein. Die Keuchwurzel müssen wir aber erstmal ausgraben, sonst wird das nämlich nichts. Einer ist hier, den holen wir mal so hier raus, dass wir das öffnen, das öffnen.
das öffnen. Oh, hier ist viel Sauerstoff drin. Dann werden wir sicherlich... das hier nochmal erweitern müssen. Nämlich... hier noch Lufterfrischer, die bitte... ja, okay. Zumindest den einen hier bauen wir mal im Eiltempo. Damit der den Großteil, was hier am verschmutzten Sauerstoff gleich austritt, schon mal sich vorknöpfen kann. Wisst ihr was? Ich befürchte, die werden sich so schnell... der verschmutzte Sauerstoff wird sich so schnell verteilen, wir machen aus allen mal flott 8er Aufträge. So, das ist fertig, dann kann die Tür wieder geschlossen werden. Hier müssen wir rein, das machen wir einfach mal. Dort. So. Sind beliefert, okay. Zumindest der erste. Los geht's, wir graben da aus. Der Rest geht dann und wir hatten hier noch einen dritten. Da müssen wir erstmal das Wasser ein bisschen aus dem Weg schaffen. Dann machen wir uns da einen Weg. Graben das nochmal aus. Oder wir lassen es einfach so, wie es ist. Und fangen hier oben an. Ja, das ist ja noch die noch einfachere Variante. Wir müssen nur einmal da ausgraben. Sonst kommen wir nämlich an der Stelle nicht hoch. So, Nummer 1 haben wir, Nummer 2 haben wir. Dann können wir hier die Aufträge dafür auch schon mal einstellen. Keuchholz. Einstellungen übertragen. Priorität stellen wir hier sehr hoch, damit Harry Fox das immer macht. Und der wird auch jetzt der Einzige, der hier noch rein darf. Der hat, glaube ich, sowieso Landwirtschaft als hohe Priorität. Ja, dann passt das ja. Dann kann er sich um die kümmern. Achso, was noch nicht passt, das Kabel ist nicht fertig gebaut. Das machen wir dann jetzt aber wirklich auch nochmal, dass das alle schnell dürfen, auch aus Eisen. So. Bringen wir das zu Ende. Haben wir inzwischen mehr Blei? Ja. So und so. Dann bauen wir normales Leiterkabel einmal dort und dann gehen wir hier komplett rüber. Da. Das hätte auch in die Buchse gehen können. Und dann kommen wir hier rüber und machen daraus einen eigenen Stromkreis, trennen das da auf. So, der Stromkreis hier ist gebaut. Dann trennen wir es jetzt. So. Keuchholz Nummer 3 ist auch in Arbeit. Ach, das ist wahrscheinlich verschmutztes Eis, das jetzt hier schmilzt, ne? Oh. Okay. Kommen wir da trotzdem ran, ja. Ei, okay, wir müssen auf jeden Fall gleich wieder dicht machen, sobald wir den da raus haben. So.
Dann gehen wir jetzt nämlich mal schnell her und machen das hier wieder dicht. Weil hier ist eben ein Ort, wo es tendenziell eher ein bisschen wärmer mal werden könnte. Und das müssen wir ja nicht hier im Eisbiom haben. Auch wenn die nicht unendlich Bestand haben, solange wir es noch haben, können wir es ja ein bisschen schonen. So, kannst da auch gleich... Oh Mensch, Julian macht das sogar direkt. Dann können wir auch gleich den nächsten noch einen Auftrag geben. So, bleib ruhig hier. Kannst du gleich weitermachen. Machen wir das da? Einfacher ist eigentlich, wenn wir es so machen, ne? Dann haben wir ein bisschen mehr Abstand dazu. Gut, soll aber jetzt nicht themenfüllend werden, der Raum. Den können wir nach und nach weiter bauen. Das können wir weiter fortführen. Dann habe ich mir noch überlegt, wir können ja auch hier einen Bottle Emptier dran machen, wo wir Ethanol auskippen, weil hier zum Beispiel steht was und ich bin mir sicher, wir werden das auch schon an anderen Stellen aufgewischt haben. Dann wollte ich ganz gerne diesen Lagerbehälter nach dort verlegen. Dann können wir nämlich auch hier das Ethanol rauspumpen. So. Da habe ich überlegt, ob wir da eine Handpumpe hinmachen und das dann in den Bottle Emptier laden, aber die Entfernung hier ist so kurz. Da kann man... Oh. Da kann man auch einfach schnell eine Leitung rüberlegen und eine Pumpe. Das ist... Wenn es möglich ist, auf die Schnelle immer die bessere Variante. Habe ich das jetzt irgendwo durchgebaut? Ne, alles gut. So. An welchen Stellen hapert es noch? Hier dürfen wir jetzt eine hohe Strahlung... Oh, da hapert es noch. Das Ding muss natürlich nach links schießen, nicht nach oben. Damit es da nach da unten weitergeleitet werden kann. 753. Und wenn das Ding in die Nähe kommt, kommen wir sogar Richtung 800. Mit Dings meinte ich den Leuchtkäfer. Dann müssten wir gleich mal beobachten. Oder vielleicht in einem der nächsten Videos, was passiert, wenn Harry Fox hier hinkommt. Wie viel ihm die Strahlung vielleicht ausmacht oder auch nicht ausmacht. Und was das Ganze so zur Folge hat. Habe ich hier ernsthaft zwei Schutzanzugschmieden gebaut? Mit da denn wohl beigedacht? Und in keiner von beiden habe ich die auf. Ne, eigentlich können wir den ja besser nehmen. Kommt der hier wieder weg? Ne, können wir eigentlich nicht. Und hier wollen wir für die Küche später nochmal was umbauen. Wir haben schon zwei Bleianzüge gebaut. Okay, dann würde ich jetzt nämlich hergehen. Weil das hier hat jetzt natürlich etwas wieder zur Folge, dass hier unten ja auch gar nicht mal so wenig Strahlung ankommt. Das heißt, da macht es bestimmt mehr Sinn, mit einem Strahlenschutzanzug zu arbeiten. Strom haben wir hier. Sauerstoffanschluss. So, damit dürften wir keine Ziegel irgendwo zerstören, wo wir es nicht wollen. Das Risiko da auch minimiert. Ob wir das hier jetzt dauerhaft noch aufrecht halten? Oh. Das macht, glaube ich, wenig Sinn, wenn wir hier jetzt echt viel Strahlung schnell sammeln.
Prio nochmal hochgesetzt. Da fehlt noch etwas. Hier können wir einen Anzug schon mal liefern lassen. Stellen auch die Prio hoch, wie eigentlich immer bei allen Anzug-Docks. Damit nämlich dann auch neue Anzüge schnell gebracht werden. Sauerstoff kommt. Dann haben wir Kerstin da auch ein bisschen besser geschützt. Achso, Strom, ja, genau. Wir haben hier jetzt einmal, pumpen wir das Ethanol raus. Hier sollte auch noch was passieren. Und zwar möchte ich gerne, wir haben bislang nutzt das hier ja nur die beiden Kohlegeneratoren. Das möchte ich gerne tauschen, dass wir hier jetzt auch mit Erdgas Strom erzeugen werden. Das Ganze beginnen wir mal hier. Bauen hier dann weitere Gitterziegel drunter. Machen hier unten ein Auffangbecken für Flüssigkeiten. Oder machen wir es vielleicht sogar hier. Weiß nicht, wie viel wir Erdgasgeneratoren wir brauchen werden. Wie viel Sinn machen. Ich glaube so ganz viel nicht, weil wir haben ja jetzt auch nicht Unmengen an Erdgas gesammelt. Und der geht gleich schon wieder in die Ruhephase. Okay. Nee, dann reicht wahrscheinlich eine. Ja, oder wir halten das schmaler und machen dann doch zwei übereinander. Ich weiß noch nicht, das überlege ich mir nochmal. Das wird auf jeden Fall die nächste Änderung für unseren Strom hier. Deswegen pumpen wir auch das hier aus. Bringen das da rein. Naja, wenn da jemand mit starken Armen rankommt, dann geht er ruckzuck. Da ist halt alles rüber. Ja, so viel dazu. Da hat sich irgendjemand den letzten Auftrag geangelt und da ist er. So, was haben wir denn? Oder was habe ich vergessen? Das Ding. Ah. Über 300 Gramm. Das mit dem Sauerstoff reinigen hier hat schon mal funktioniert, aber wir sehen hier, es ist tatsächlich passiert. Ne? Der ganze Sauerstoff ist rausgedrückt, aber Gott sei Dank schnell gereinigt worden, dank der Lufterfrischer. Und wir haben quasi nur hier noch verschmutzten Sauerstoff drin. Sehr gut. So hatte ich mir das in etwa gedacht. Hier sind wir. War nicht hier eine Ebene dazwischen? Mir war so. Ja, hier auch. Das ist wahrscheinlich alles unter dem Druck zusammengebrochen. Oder warum ist denn hier auch so ein hoher Salzwasserdruck? Wie kommt das denn zustande? Dann lasse ich auch das hier mal lieber. Der soll sich lieber dahin wegdrücken, dass die Ziegel wegbrechen, als statt dass es dort durchbricht. So, der ist jetzt in der Ruhephase. Okay, dann können wir jetzt einmal hier den Rest aufwischen und dann kann nämlich das Salzwasser hier halbwegs zügig ablaufen. Und wir haben das hier endlich dicht. Da ist noch verschmutztes Wasser drauf. Wir probieren es trotzdem mal hinzukriegen. Man sieht da schon wieder verschmutztes Wasser, ne? So. Jetzt lassen wir es einfach mal fließen, in der Hoffnung, dass da gleich ein Haken dran ist.
Okay, und dann würde ich sagen, heute war mal wieder ein etwas produktiverer Tag, ne? Das kann man wohl zwangsläufig so sagen. Stopp, das müssen wir so machen. Das CO2 werden wir sicherlich nach hier unten führen. Apropos, wie sind wir hier temperaturtechnisch? Ja, es reicht, es ist warm genug. Nur die Frage, ob das dann normale Slicks da bleiben oder auf Dauer. Naja, da sieht man es nämlich schon, ne? Die Tendenz geht Richtung Langhaar-Slicks. Dafür müssten wir über 60 Grad kommen. Das werden wir nicht hinkriegen, wenn wir nicht den hier mitnutzen. Muss das vielleicht eins der nächsten Ziele sein. Schauen wir mal. Ja, nee, wir machen jetzt Ende für heute. Ich mache mir zum nächsten Mal wieder einen Plan, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Sagt danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.